Bella ist in Deutschland unterwegs. Dort hat sie heute Hüttensandmehl in Karlstadt abgeladen und ist jetzt auf dem Weg in Richtung Heimat. In 2 Stunden sollte sie in Tirol sein. Ja, wenn man nicht immer aufgehalten werden darf. Ehrlich, was willst du jetzt von mir? Hi! Danke schön, jawohl, super, gute Fahrt. Danke schön, schönen Tag noch. Danke. Ach, guck, die schauen sie erst einmal bei mir, ob ich angeschnallt bin. Bin immer angeschnallt. Chihuahua Ellie ist das alles wurscht. Solange es Leckerlis gibt, ist alles gut. Fotogener ist wie's Fraule. Gibt es zu, ist es wegen ihr da. Vielleicht, aber nicht nur. Wir wollen auch wissen, wie sich Bellas neuer LKW fährt. 6 Wochen habe ich einen LKW jetzt und ich habe jetzt 16.300 Kilometer drauf mittlerweile. Also in 6 Wochen ist das eigentlich ein guter Schnitt. Ich schlafe auch gut herinnen und habe mich eigentlich sehr gut eingelebt und angefreundet. Manchmal ja, verdrücke ich mich halt noch ein bisschen bei dem Raumschiff da, aber mittlerweile haben wir uns gut zusammengelebt schon. Das Einzige, was dem Raumschiff gefehlt hat, mein Schminkspiegel. Ja, wenn ich schon so fesche Sonnenblenden habe, dann brauche ich da natürlich auch einen Spiegel. Und der ist ja, den ist ja auch beleuchtbar. Einmal so oder so. Oder man kann es auch kombinieren. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr, dass ich ausschaue wie ein Uhu nach dem Waldbrand. Jill, Ellie Fraule hat nur einen Witz gemacht. Du bist kein Uhu. Obwohl, wenn der LKW als Wohnort dient, ist ein Spiegel das Mindeste an Ausstattung. Ich bin eigentlich zu 90% von Montag bis Freitag im LKW. Ich schlafe mehr im LKW als wieder heim. Unter dem Jahr, aber das ist halt in unserem Job so. Und ich bin es gewohnt. Ich mache das beim Melma jetzt seit über 11 Jahren. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe oft lieber, dass ich im Lastwagen schlafe, als wie dass ich schnell heim irgendwie meine Pause da zusammenbringe. Wenn ich daheim bin, habe ich meistens mehr Stress, einfach aus dem Grund, weil dann, ich muss nicht nur Wäsche waschen oder Geschirrspüler ausräumen oder irgendwas anstauben oder... Nein. Aber sonst geht es schon noch gut, oder? Bremst mich aber? Was soll das? Am Handy spiel da immer dumm. Ich hoffe, dass das Handy ist und nicht was anderes, mit dem man spielt. Ich weiß nicht, was du da fabrizierst, Kollege. Aber das kannst du auch hinter mir tun. Manche haben es zu viel Leuten nicht gehört. Oder wie mein Mann, wie so schön sagt, da fährt der Aufzug gar nicht bis ganz auf. Bella ist noch immer in Deutschland unterwegs und auch auf diesen Straßen geht es nicht immer gemütlich zu. Es wird gehupt, gedrängelt und sogar der Pannenstreifen verwendet, um die anderen Autos hinter sich zu lassen. Auf der Straße ist Krieg, das ist brutal, das glaubt uns nur keiner. Zum Glück muss Bella nicht mehr weit fahren. Wir fahren heute zum Autohof Hutter nach Vils. Das ist eigentlich, kann man sagen, so unser Stammautohof. Das ist auch nicht weit weg von unserer Abladestelle. Und da treffen wir eigentlich meistens Kollegen. Das ist wie daheim. So ein kleines bisschen daheim, abseits von der Bahn. Und so oft wie Bella dort ist, müsste ja ein Dauerparkplatz inklusive Monument für die Truckerin drin sein, oder? Ja, das war cool, so pink eingekramt und Bella drauf steht. Wie sonst Bus steht halt da Bella drauf. Das war eine gute Idee. I can feel the vibe. So, Dala, jetzt sind wir gleich da. Es ist Feierabend in Sicht. Perfekt, weil in einer Viertelstunde waren meine 13 Stunden gegangen. Und ich brauche einen ÖV und der geht sich dann heute ganz fesch an. 11 Stunden zusammenhängende Pause brauche ich, ja. Weil die brauche ich zweimal in der Woche. Muss ich die gesetzlich machen. Welcome to Tirol.
Bei diesem Stichwort erhebt sich auch Ellie aus ihrem Körbchen. Wir sind da. Doch leider regnet es. Keine guten Voraussetzungen fürs Gassi-Gehen. Brave sei dabei, Mauschen. Komm ich gleich wieder. Denn Frauchen hat andere Pläne. Felgen putzen nach 13 Stunden Arbeit. Dein Ernst, Bella? Ja, was denn? Ich gehe ja nachher auch duschen. Nach der Arbeit. Da ist das wohl das kleinste Problem, dass ich das geschwind da ein bisschen sauber mache. Das ganze Auto kann ich eh nicht putzen. Auch wenn ich es gern tat. Aber zumindest die Felgen. Die sind halt auch die Schwachstelle, sag ich jetzt einmal, vom Auto. Ja, durch die Bremserei, der Bremsstaub und alles, das setzt sich alles dann sonst da an. Und es war ja schon drum, wenn ich das gleich wieder verkehren lasse. Naja, bei 10 Felgen kann das aber dauern. Na, nicht zum Schütten anfangen jetzt. Gut, dann müssen wir ein bisschen schneller werden. Ich bin nicht aus Zucker, aber ich kriege Glocken. Siehst du dann aus wie ein Schaf? Deswegen. Vielleicht will ich keine Locken kriegen. So ungefähr. Nur nicht so lieb. So, aus, Ende. Danke und auf Wiedersehen. Und was ist mit der anderen Seite? Komm, das bisschen Regen macht doch einem Trucker-Babe nichts aus. Und siehe an, was Bella da so in einer Situation macht. Ein pinkes Regencape anziehen. Ja, so einfach geht's. Und sieht auch noch sehr schick aus. Komm, zeig her. Bin ein bisschen dämlich, dass ich bei dem Wetter Felgen wasche. Aber ich habe angefangen. Man macht das nicht halbwegs. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, jetzt mach ich's halt ganz. Bella ist auf ihrem Stammautohof. Hier kennt man die Truckerin schon lange. Fans von groß bis klein findet man hier. Also, und lass ich mir das jetzt schmecken, gell? Ja, lass dir das schmecken. Ja, mache. Danke. Bitte. Hallo, du bist doch die Bella aus dem Fernsehen. Hi, ja, bin ich. Grüß dich. Hallo, ich habe schon die Autogrammkarte von meiner Mama gekriegt. Bist du die Anna? Ja. Ja, dann sitz dir mal her. Lass uns ein bisschen ratschen jetzt. Magst du was trinken? Nein. Nein, nix. Magst du was Süßes, irgendwas essen? Nein, nix. Wunschlos glücklich. Ja. Schön. Das passt. Ich finde den LKW auch sehr cool und die haben mir dann die Trucker-Babes mal angeschaut und ich fand sie immer sehr witzig und mir ist die Bella auch sehr nett vorgekommen. Also. Sogar pinke Ohren hast du. Ja, ich glaube ein Flamingo und eine Katze. Das ist der Flamingo? Und die? Nein, da ist der Flamingo und das ist eine Katze. Schau, bist du vielleicht auch so pink denn, oder? Ja. Echt? Ja. Da war ja mein Lust von genau das Richtige für dich, ha? Ja. Der ist ja pink von vorn bis hinten. Ja. Ja. Ja, ja, pink ist nicht jedermanns Sache, aber das ist egal. Ein bisschen Medi darf man schon sein, oder? Ja. Nein, also ich bin noch nie in einem LKW drin gesessen, aber vorstellen konnte ich es mir vielleicht schon. Ja, dann wird es Zeit, dass du mal reinsitzt in einen. Ja. Magst du reinnehmen? Einen? Ja. Ja. Dann gehen wir, oder? Ja. Perfekt. So schaut das da innen aus. So, steigst du mal da auf, genau. Da links und rechts, da ist was zum Anhalten, wenn da das nicht zweit ist. Genau, setz dich da mal so her. So, schau, da mein Zündschlüssel. Das Zündschloss. Dann dreht man die Gaudi da mal so um. Das Lenkradl tut mir so weh. Na schau, da ist meine Maus. Hi, Schatzi. Das schaut cool aus. Alles in pink, die pinken Vorhänge. Habe ich auch noch so ein Stoffviech. Und wenn du den Zündschlüssel umdrehst, dann startet die ganze Gaudi. Wenn du magst.
Genau. Also eigentlich ist es keine Hexerei. Da, das ist mein Ganghebel und ja, da unten gebe ich halt Gas, ist eine Vollautomatik. Da ist Licht zum Ein- und Ausschalten. Viel Knöpfe. Die Hälfte davon brauche ich nicht einmal. Bist ein bisschen überfordert, gell? Ja. Ist ein bisschen viel. Ich verstehe dich, so ist es mir am Anfang auch gegangen. So, stößt ihn wieder an. Genau. Ja, das ist ganz. Das ist voll groß da vorne eigentlich. Hat im Fernsehen kleiner ausgeschaut. Ja, geil. Kannst du dir das vorstellen, los rumgefahren? Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Bei mir war das ja auch nicht geplant, dass ich fahren gehe. Das ist auch erst mit der Zeit gekommen. Das ist nicht tragisch. Siehst du es eh. Vielleicht werden wir ja irgendwann einmal Kolleginnen. Lass ich die wieder runter. Dann gehen wir wieder rein, oder? Ja. Passt. Am nächsten Morgen in Vils in Tirol. Bella lädt heute Hüttensandmehl ab. Diesem wird Zement beigemischt. Dadurch läuft die Hydration des Zements langsamer. Schönen guten Morgen. Ja, war nett. Es sind noch zwei Kollegen gekommen von mir. Mit denen bin ich noch ein bisschen auf einem Absacker gesessen. Und dann was gegessen, was getrunken und dann ins Bett. Schön war's. Lustig war's. Gut. Dann gehen wir mal anmelden, damit wir anladen können. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Silo Melmei, bring Hüttensandmehl. Passt. Schön. Super. Wunderbar, Silo. Platz hat's, oder? Leicht. Ganz leicht. Perfekt. Vielen Dank. Passt, bis nachher. Ciao dabei. Hoch das Bein. Morgen Sport. Ja, und sportlich geht es auch weiter. Mit Gewicht heben und ziehen. Die Entladung dauert ungefähr 1 Stunde 10 Minuten. Und nein, ich darf da nicht weggehen, weil ich lade ja mit Druck ab. Und wenn da irgendwas ist, dann muss ich gleich reagieren können, Schuber zu, Luft aus, damit keine gröberen Verunreinigungen und Gefährdungen passieren. Naja, eine Stunde daneben stehen, das kann dauern. Aber Bella weiß sich zu helfen. Was ist denn das Schönes? Ein neues Lenkrad? Mein Hula-Hoop-Reifen. Weil, ob ich jetzt daneben stehe oder mich ein bisschen bewege, das ist dann egal. Hauptsache, ich bin beim Auslauf. Den kann ich einfach fallen lassen, falls da was sein sollte. Und ein bisschen Bewegung schaut ja auch nicht. Ich hucke ja eh die mehrere Zeit. Also dadurch ist das. Ja, der ist immer dabei. Was? Meine Schwester hat angefangen damit und hat gesagt, da, probier mal. Und am Anfang war das halt irgendwie so Klatsch. Also es war schon irgendwie Sport, aber hauptsächlich, weil ich ihn aufgehoben habe. Und gleich ist das von allein gekommen. Auf einmal ist es gegangen. Und wenn man das dann jeden Tag tut, dann geht das halt einfach. Guten Morgen. Eine Turnstunde später ist das Hüttensandmehl ausgeladen. Hulla, Bella kann zusammenpacken und weiterfahren. Ja, ich hab schon meinen Anschluss vor. Lea, Benni, nur keine Müdigkeit vorschützen. Na dann, gute Fahrt.